Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist der Musikfreitag und heute haben wir eine Reaction vor uns, auf die ich mich persönlich wirklich sehr freue. Und zwar haben wir heute einen Künstler auf dem Kanal, den wir schon seit längerer Zeit nicht mehr hier hatten. Es geht heute nämlich wieder um Luciano. Luciano, ein sehr, sehr starker Künstler, den ich im Deutschrap tatsächlich sehr gerne anhöre. Und ich bin auf die heutige Single auf jeden Fall sehr gespannt. Und Leute, bevor ich mit dem Video anfange, ich bin heute Abend um 20 Uhr live auf Twitch. Ist der erste Link in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn so viele von euch wie möglich heute vorbeischauen. Und natürlich, falls du noch kein Teil dieser wundervollen Community bist, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du auch die zukünftigen Videos nicht verpasst. Okay Leute, hier haben wir das Video Luciano nicht wach. Produced by Rico X DLS X Bass Charity. Okay, wir reden nicht so viel rum und steigen direkt in die Reaction ein. Okay, Luciano und 100 Black Dolphins, eine sehr, sehr gute Kombination. Hatten wir auch letzte Woche ja mit Luciano und, nicht Luciano, UFO und 100 Black Dolphins war wieder auch richtig, richtig stark. Okay, eine sehr, sehr nice Hose tatsächlich. Leute, ich bin halt bei Hosen jetzt mittlerweile wirklich so, je nicht 0815er die Hose ist, desto mehr feiere ich sie. Ist eine crazy Hose, kann nicht jeder tragen, ne? Ich weiß auch nicht, ob es mir stehen würde, aber trotzdem, eine sehr, sehr wilde Hose. Okay, ich denke mal, ist es so, boah, ich weiß nicht, ich glaube, es ist so ein Statement-Song. Also hat wieder so klassische Luciano-Flares, finde ich. Aber ich glaube, hier werden Statements rauskommen. Aber ich möchte mich da jetzt auch nichts festlegen. Eines Tages hab ich Kraft, eines Tages werd ich stark. Heute hab ich alles das. Heute hab ich alles das, doch bin immer noch nicht wahr. Eines Tages werd ich. Der Beat oder der Rhythmus, der kommt mir bekannt vor, diese. Na. Kommt mir bekannt vor, Leute. Ich weiß zwar nicht wieso. Kann auch sein, dass ich hier gerade wieder träume. Aber trotzdem, erster Einstieg war schon mal sehr, sehr nice. Heute hab ich alles das. Heute hab ich alles das. Doch bin immer noch nicht wahr. Damals, all die Gebete für das gute Leben. Heute mache ich mir. Der Übergang zwischen diesem normalen Gesang in den richtigen Rap-Part. Nice. Das war ein sehr, sehr schöner Übergang. Und der Beat ist, finde ich, auch cool, ne? Hat. Bisschen so alte Vibes, finde ich. Also jetzt nicht so ganz moderner Beat, finde ich persönlich, aber trotzdem sehr nice. Jungs, doch kann nicht über Probleme reden. Chicks. Beziehungsweise hat ein bisschen so Drake Feelings. Ne? Drake more life, finde ich ein bisschen. Ganz leicht, ne? Aber trotzdem, sehr, sehr starker Beat und passt auch zu Luciano. Konto wird voller, mein Kopf wird immer dunkler. Du bei SM Zuma, doch mein Kopf ist in Bermuda. So viel gewonnen, doch auch so viel verloren. Sag mir, spür ich jetzt den Preis, den du. Ah, okay, hier hinten ist ein QR-Code. Scannen wir den ein? Oder ich glaube, das kann ich nicht einscannen, weil genau der Balken von der Audio-Wiedergabe, also beziehungsweise von YouTube darüber ist. Aber okay. Unterscheiden, wenn du unterwegs bist. Hass, Liebe, Neid oder nur ich. Guck, sie reden schlecht. Wenn du wirklich was erreicht hast, verdrehen die Konflikte damit. So ein richtiger Song, ne, den man sich nachts einfach anhört. Ist jetzt kein Song wirklich, den man sich auf Partys gibt und keine Ahnung was. Aber ich finde, solche Songs muss es auch geben. Ne? Einfach so gefühlvoll, so zum Nachdenken oder ein bisschen. Hauptsache, ich möchte mir alles, was aus dem Herzen ist, gerade ein bisschen raussprechen. So ein Song ist das. Sehr nice. Du es nicht leicht hast. Guck, bis heute bleibt mein Herz immer das Größte an mir. Auch mit den Deals spürt. Wie ich es gerade eben gesagt habe, ne? Das Herz spielt ja auch eine sehr große Rolle und bei Luciano ist anscheinend auch sehr, sehr groß das Herz. Also egal wie kalt Luciano vielleicht in den Videos wirkt, auch mit Bo-Bo-Bo-Bo und keine Ahnung was und reich alles, hat er, finde ich, glaube ich, dennoch ein sehr, sehr großes Herz. Ne? Nur bisschen überdeckt, Hayati, durch die Dämonen in mir. Und du weißt nicht, woher ich komme. Sag mir, weißt du, wer ich bin, woher ich herkomme. Das ist so ein Meme, Leute, für die Leute, die es nicht kennen. Aber okay. Aber ich finde das Outfit wirklich sehr, sehr stark. Beziehungsweise die Hose feiere ich halt. Wirklich, die Hose ist abnormal geil. Meinung, doch kennen die Geschichte nicht. Allein schon mit 15, hochgekämpft zu den Mio. Eines Tages.
Okay. Ey, der Vibe vom Song ist wirklich nice, ne? Also es ist so, es gibt normale Gesangsparts, also mehr so Sprechgesang, und dann geht's in so einem Rap-Part über und dann wieder so. Also es ist so, so hügelmäßig, aber trotzdem sehr gut verpackt. Eines Tages werd ich rich, eines Tages werd ich stark, eines Tages hab ich Kraft, eines Tages werd ich stark, heute hab ich alles das. Heute hab ich. Der Refrain, der muss ich sagen, kommt mir bekannt vor. Aber trotzdem einen coolen Rhythmus, ne? Da geht man auch gerne so ein bisschen damit ab. Sehr nice. Ich hatte keine Auswege, dauerhafte Sorgen und für alles eine Ausrede. Heute fließen deine Tränen durch Stolz. Musik hat mich gerettet, heute lebe ich Erfolg. Doch hab Musik hat mich gerettet, heute lebe ich Erfolg. Ne? Viele sagen ja, die Musik hat mich von der Straße geholt oder hat mich nicht zu was Schlechterem gemacht. Aber sehr, sehr stark. Also Luciano, habe ich auch die alten Videos damals mal angeschaut, also die es auf Instagram gibt. Tatsächlich hat er sich was zu was sehr, sehr Großem und Guten entwickelt. Also Props auf jeden Fall an Luciano. Gewonnen, doch bin von innen verdorben. So viele Tauis im Club, ich hab den Teufel gefunden. Er tut mir nicht gut, doch so vergesse ich die Wunden. Junger Millionär, doch. Oi, das ist doch geil. Leute, wie das Song gemacht wurde, ne? Dass da nicht wirklich monoton einfach durchgesungen wird, sondern dass es auch einfach so Passagen gibt, ne, mit Adlibs, die das Song noch mal ein bisschen auffrischen und sowas, ist sehr, sehr stark verpackt worden. Also wirklich sehr cool. Ich kann nicht raten. Gefangen in der Nacht. Ja, ja. Es rauben mir mein Schlaf. Oh mein Gott. Heute lebe ich in den Tag, doch bin. Ey, so ein Feature mit Drake wäre beim Song auch richtig geil gekommen, ne? Und er featuret nicht, Luciano featuret nicht Drake, sondern Drake featuret zu Luciano. Das wäre doch nice gewesen, Leute. Aber trotzdem, also sehr, sehr stark. Sehr, sehr starker Song. Eines Tages werd ich rich, eines Tages werd ich star. Eines Tages hab ich Kraft, eines Tages werd ich stark. Heute hab ich alles das. Ja, Bro, gönn ich dir auch von Herzen. Also ich gönn's jedem vom Herzen, der sein, der durch seine Kunst bzw. durch seine Arbeit erfolgreich wird. Und das im Rahmen, wo keiner geschädigt wird natürlich. Ne? Manche werden erfolgreich, aber gehen darüber, gehen über Leichen so. Das finde ich, feiere ich nicht, aber ich glaube, Luciano hat sich den Erfolg gut und selbst aufgebaut. Jetzt hab ich Kraft, eines Tages werd ich stark, heute hab ich alles das. Heute hab ich alles das, doch bin immer noch nicht wach. Doch bin immer noch nicht wach, ne? Das heißt, es dauert noch ein bisschen, es kommt noch ein bisschen was dazu, Leute. Das wird noch nicht alles sein, was wir von Luciano hören, bis er endlich wach wird. Es kommt noch einiges. Ja, Leute, ey. Es hat wirklich Drake. Oh, Luciano, süß. Süß, süß, süß. Ja, krass. Ey, Leute, so, das werden die Kinder von heute leider nicht haben. Aber so bei uns damals, so Albumfotos, geisteskrank. Ich bin froh, dass ich so mehrere fette Alben habe mit Bildern von mir. Leute, das ist das Beste, was es einem geben kann. Ich werde das bei meinen Kindern auf jeden Fall auch beibehalten. Klar, mit den Handys und sowas ist es einfach und Sekunden, aber nochmal so ausgedruckt und in einem Album und boah, das ist nice. Ja, man erkennt, das ist schon Lucianos, ne? Man erkennt es schon. Sehr, sehr stark. Ne? Auch cool, dass er uns hier ein bisschen noch in sein Privatleben mit einbezieht. Machen nicht sehr viele Künstler, also viele Künstler geben ja nichts von ihnen preis, aber cool, dass wir hier vielleicht noch einen kleinen Einblick in Lucianos Kindheit bekommen. Schon damals hatte er hier die Moves, ne? Schon damals, Leute. Hatte wirklich so einfach Statements, auch ein bisschen, ich wollte das und das alles erreichen und jetzt habe ich das alles erreicht, aber das langt mir immer noch nicht, es kommt noch mehr. Also ich fand den ganzen Vibe vom Song wirklich sehr nice, war chillig, einfach so zum Anhören, zum Entspannen, wirklich sehr, sehr nice. Luciano finde ich auch cool, dass er halt nicht nur die krasse Rap-Schiene fährt, die straight in die Fresse ist, sondern halt auch ein bisschen mehr so in diese Schiene geht. Das ist sehr, sehr nice. Machen nicht viele Rapper bzw. Künstler. Finde ich aber bei Luciano auf jeden Fall sehr, sehr gut diesmal gelungen. Hat dir das Song bzw. meine Reaction gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere auf den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Hier ist noch ein anderes Video verlinkt, das kannst du dir auch nochmal anschauen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder, Leute. Ciao.